Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Legends Breath of the Wild. Oh yeah. beim letzten Mal haben wir einen ziemlich krassen Typi bekämpft. So einen übrigen Löwenzentaur. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich habe nämlich im Eifer des Gefechts ganz vergessen, ihn zu scannen. Das war doof, aber das werde ich natürlich noch nachholen. Oh, Maxi-Rüben gibt es hier. Sehr, sehr nice. Oh, noch eine? Ja. Oh, ganz viele sogar. Ganz viele. Oh, große Maxi-Rübe. Heilige Scheiße, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Und ein paar Eicheln. Die nehme ich auch gerne. Das merke ich mir. Hier gibt es Maxi-Rüben. Und gar nicht mal so wenig. Das finde ich sehr gut. So, ich wollte eigentlich mal hier oben nachgucken, ob da irgendwas ist. So, und wir haben uns auf den Weg zu den Ornis gemacht. Und unser erstes Ziel ist der Turm da hinten, der irgendwo da sein müsste. Und ist da gerade vorbei. Ich glaube, ein Reh, oder? Einfach wieder hochgerannt, den Berg. Alles klar, alles klar. Was ist das? Okay, einfach nur ein großer Baum. Aber große Bäume sind verdächtig. Hier ist noch ein Weg. Okay. Können wir uns alles später noch in Ruhe ansehen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal straight zum Turm. Na? Ich denke schon. Ich dachte gerade, da kommt schon wieder ein Blutmond. Wäre ein bisschen früh gewesen, oder? Hatten wir letztens erst. Ja, im letzten Part, ne? Beim Kampf gegen den Großen. Glaube ich. Ich meine, so war das. Aber nee, alles gut. Alles gut. Ja, alles gut, Opel. Alles gut, Opel. Alles prima. Was ist hier für ein Baum? Alle Bäume sehen für mich verdächtig aus. Besonders die großen. Und besonders, wenn sie hier einzeln rumstehen. Einfach mal gucken. Okay. Ist nichts soweit. So, dann können wir weiter. Will ich da lang oder da lang? Einfach durch die Prairie ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bleibe hier mal auf dem Weg. Erstmal. Nein, Opel. Opel, bleib ruhig. Verdammt. So, da hinten ist der Turm. Da hinten ist der Turm. Ah, wieder schön bei Sonnenaufgang. Wunderschön. Da, ups. Verdammt, ich hätte ihn gerade tätschen können. Egal. Nicht so schlimm. So, Baum, du siehst wieder kurios aus. Ja, ich weiß, alle Bäume sehen für mich kurios aus. Überhaupt alles sieht für mich kurios aus. Aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Ja, gut, was soll das schon großartig sein? Außer ein Krog vielleicht? Hm. Aber nee. Hier ist gar nichts. Wir haben schon lange keinen Krog mehr gefunden. Besonders hier in der Gegend noch gar nicht. Seltsam. Was ist das denn? Ruinen? Wir müssen auf jeden Fall Ausschau halten nach dieser Stadt. Ja. Da wollte ich gerade sagen und da sehe ich sie auch schon. Da ist die Statue. Die Pferdestatue. Sehr schön. Was soll das denn? Opel. Läuft einfach gegen die Mauer. Alles klar. Du sollst dem Weg folgen. Das war nicht der Weg. Voll schön hier. Ist alles noch ziemlich gut intakt eigentlich. Schöne Brunnen. Oh, das ist ein anderer Vogel. Verdammt. Oh, das schaffe ich noch? Ja. Ein Bergkrähe. Okay. So, und dahin ist der Turm. Da ist noch einer, aber das ist direkt das nächste Gebiet schon. Auch ein krasser Berg, der da hinten. Oh shit, was ging da ab? Ah, das ist voll das Gewitter. Voll die Gewitterwolke. What the fuck? Okay, das sieht gefährlich aus. So, wo ist das Leuchten hin? Das werden wir uns auf jeden Fall noch angucken. Mit Sicherheit. Also sowieso.
da ist die Erinnerung. Mal kurz. Kann ich die auch fotografieren? Oh, zu weit weg. Ob das überhaupt geht, ich weiß es nicht. Einfach hochklettern. Vielleicht bringt er was für dich. Ist da ein versteckter Cock? Nö, leider nicht. Aber schöne Statue. Ein schöner Ort. Hier hat man einen guten Ausblick. Voll nice. Das muss so schön gewesen sein, vor 100 Jahren. Noch schöner als jetzt, bestimmt. Oh. Ein Reisender. Ah, das bist schon wieder du. Was hast du denn noch zu sagen? Schau an, sogar von diesem Park aus ist es deutlich zu erkennen. Schloss Hyrule. Na, je länger ich es anblicke, desto unerträglicher wird das Unbehagen in meiner Brust. Okay. Wir werden das schon schaukeln irgendwie, Kollege. Irgendwie schaukeln wir das. So, dann ab in die Erinnerung. Geduld und Liebe, mehr braucht es gar nicht. So kann man jedes Pferd für sich gewinnen. Das hast du mir gesagt, weißt du noch? Und jetzt komme ich wirklich viel besser mit ihm klar. Am Anfang dachte ich, er würde dieses königliche Geschirr nie im Leben akzeptieren. Aber guck jetzt, er hat sich ganz und gar daran gewöhnt. Die Gefühle des anderen zu verstehen, darauf kommt es an. Dort hinten erhebt sich der Berg Ranel. Nel ist ein alter Name für Nairu, die Göttin der Weisheit. All jene unter 17 Jahren sind noch nicht weise genug, den heiligen Berg zu betreten. Mit diesem Brauch wird die Göttin Nairu geehrt. Ob in der Quelle der Kraft oder der Quelle des Mutes, nirgendwo sind meine Fähigkeiten erwacht. Vielleicht ist es hier anders. Die Quelle der Weisheit ist mächtig. Sie enthält Nairus Weisheit, also vielleicht. Ich weiß, dass ich mich damit an Strohhalme klammere. Aber ich muss jede Möglichkeit nutzen, die sich mir bietet. Und sei sie auch noch so klein. Morgen ist mein 17. Geburtstag. Ich gebe nicht auf. Ich werde zu diesem Berg gehen. Ja, das war doch mal eine schöne Szene. Sehr, sehr schön. Also bei der Quelle des Mutes und des und der Kraft hatte ich auch schon versucht. Ja gut, die Quelle der Weisheit müsste ja Zeldas Quelle sein quasi. Weil sie hat ja immer das Triforce der Weisheit von Nairu, eine der Göttinnen. Aber wir haben ja schon gesehen, das hat auch nicht geklappt. Da hinten, ne? Ja. Leider, obwohl sie 17 Jahre alt war. Oder war es noch derselbe Tag? Nee, die hat doch bestimmt einen Tag gewartet. Die hat bestimmt gewartet, bis sie 17 ist. Sonst macht es ja alles keinen Sinn. Bestimmt. Weiter Turm. Ja, lief alles nicht ganz so nach Plan, ne? Und war das vielleicht das Pferd, das wir suchen? Das hier irgendwo sein soll?
Vielleicht sind wir auch schon hier richtig. Er meinte ja, das wäre irgendwo bei dieser Gegend. Wo auch das Pferd sein sollte. Vielleicht irgendwie da unten oder so. Da sind nämlich Pferde, das dachte ich mir schon. Das dachte ich mir schon, das sieht nämlich so aus. Wir könnten mal gucken. Oder wir reiten erstmal zum Turm und gucken dann. Weil dann haben wir auch eine Map. Eine anständige. Aber ich bin neugierig. Reiten wir ganz kurz durch. Und es hieß ja, wie alles auf einmal aufploppt. Ja, nicht ganz so schlimm. Egal. Es hieß ja, das Pferd hält sich ein bisschen abseits von den anderen auf. Scheint ein bisschen scheu zu sein. Alles gut, Opel. Alles gut. Wir schauen auch nur. Okay, ich kann jetzt aber erstmal nichts entdecken. Na gut, wir reiten erstmal zum Turm. Erstmal zum Turm, Leute. Erstmal zum Turm. Das Pferd kann warten. Wir haben ja gerade erst Opel bekommen. Ne? Das glaube ich das erste Mal, was wir auch das Alter von den Charakteren erfahren. Gut, zumindest von Zelda. Sie war da 16, wurde gerade 17. Link wahrscheinlich auch ungefähr in dem Alter. Relativ jung, ne? Aber ist meistens so bei... bei japanischen Spielen, sag ich mal. Also eher bei Japano-RPGs. Aber das Zelda geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Oh. Aha, ein Cock. Sowas habe ich schon mal gesehen. Das war leider offscreen. Da hatte ich ja von dem Berg schon mal sowas gesehen. Und das Ding muss man einfach abballern. Und da kommt ein Koch raus. Sehr schön. Habe ich natürlich da auf dem Berg nicht eingesammelt, ne? Oh, ich bekomme den Pfeil sogar wieder. Das ist ja nett. Also schon. Ich habe es ja ausprobiert. Aber ich habe es wieder geladen dann. Ist ja klar. Das mache ich ja nicht offscreen einfach so. Pflanze. Achso, so ein Rustgras ist das, glaube ich. Ja. In der Tat. Okay, weiter auf dem Weg. Kleiner Steinpfad mit einer Brücke. Sieht ein bisschen ramponiert aus, aber es geht noch. Oh. Da höre ich auch einen alten Bekannten von uns. Wo ist er denn? Unter uns? Es hört sich so nah an. Oder ist vor uns? Ich kann ihn aber gerade nicht erspähen. Wo ist er denn? Okay, wartet. Wir reiten erstmal rüber. Erstmal rüberreiten. Ach doch, da oben ist er doch. Ha. Musste gerade erst wieder laden, scheinbar. Da bist du ja, Kollege. Was sind das für Dinger? Das sieht sehr kurios aus. Das müsste ich irgendwie durchschießen oder so. Es sind überall diese Dinger. Das muss irgendwas zu bedeuten haben. Passiert irgendwas? Nee. Vielleicht muss ich ja erstmal eine Mission annehmen. Vielleicht erstmal mit... Ich will ihn die ganze Zeit Kass nennen. Weil er so im Englischen hieß. Wie hieß er denn nochmal im Deutschen? Ich vergesse es immer. Ist nicht so einfach zu merken. Kashiwa. Oder Kashiba. Wie auch immer. Was machst du denn hier? Hm. Verzeih mir. Ich war ganz in dieses Lied vertieft. Mein seliger Meister hat es einst verfasst. Es war das Letzte, das er mich gelehrt hat, bevor er von uns gegangen ist. Der Meister, das war aber nicht zufällig... ein Direkten? Kann sein. Okay, das ist noch relativ jung. Aber ich weiß natürlich nicht, wie lange die Orni leben, ne? Ach, Verzeihung. Ich fürchte, ich habe mich etwas in meinen Erinnerungen verloren. Auch in dieser Gegend hier wird ein Lied überliefert, in dem der Held sich den Prüfungen stellt und sie überwindet.
Und? Möchtest du das Lied dieser Region hören? Ja, bitte. Mit Vergnügen. Legen wir los. Ein Pfeil, zwei Ringe. Die Helmprüfung erscheint, wenn er sie durchdringe. Mit den Ringen sind wohl diese Felsen gemeint. Aber was ist denn bitte die Helmprüfung? Das ist ein Mysterium, das ich in 1000 Jahren nicht lösen könnte. Nun denn, möge dein Weg von Licht erfüllt sein. 2 in 1. Also ein Pfeil, zwei Ringe. Und dahin hat's gezoomt, aber hier sind so viele Ringe. Was damit wohl gemeint ist? Ich weiß noch nicht genau. Hier sind noch mehr Ringe. Vielleicht muss ich die richtigen beiden finden. Guck mal kurz hier. Oh, hier ist das. Der Vogel schon ganz nah. Krass. Kann ich hier was sehen? Nicht wirklich. Kurios, kurios. Ein Pfeil, zwei Ringe. Vielleicht da hinten irgendwo. I don't know. Muss ich echt einfach nur mit einem Pfeil zwei Ringe passieren? Ist das alles oder? Ich weiß nicht. Ja, gut, was heißt, ist das alles? Ist vielleicht gar nicht mal so einfach. Ich muss die erstmal finden. Nee. Das wird auch nicht funktionieren. Okay, ist nichts weiter. Mal schauen, vielleicht können wir das Rätsel lösen. Vielleicht aber auch nicht. Was mit dem anderen Rätsel da auf sich hatte von ihm, weiß ich auch noch nicht. Hier geht's auch nicht. Ich glaube, das bleibt hier eh hier hängen. Nee, doch nicht. Geht tatsächlich durch, aber... Na. Klappt nicht wirklich. Klappt leider nicht wirklich. Seltsam, seltsam. Hier ist noch einer. Schön versteckt. Oh. Könnte das klappen? Oder eher nicht. Wenn ich mich hinhocke. Komm schon. Ha! Bin ich gut oder bin ich gut? Easy! Und da taucht ein Schrein auf. Ja, geil. Dann haben wir das zumindest gelöst. So, wunderschön. Nice one. 2 in 1 geschafft. So, kann ich nochmal mit Kashiwa reden? Hat er irgendwas dazu zu sagen? Würde ich gerne noch wissen. Mal schauen. Bevor ich da mich in den Tempel stürze, in den Schrein. Turm muss noch ein bisschen warten. Mal schauen, wie lang der Schrein geht. So, Kashiwa, ich habe dein Rätsel gelöst. Was sagst du dazu? Das war großartig. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Wir sehen uns sicher irgendwo wieder. Möge dein Weg von Licht erfüllt sein. Dankeschön. Alles klar. Komischer Typ. So, drücken wir auf Opel steigen, um da ein bisschen schneller hinzukommen.
Yeah. Ich habe einen Stein gehüpft. Ja, Opel ist doch ganz cool. Mittlerweile hat er sich an mich gewöhnt. Ich glaube. Also zumindest sollte unsere Anzeige fast voll sein, denke ich mal. Shidagozu-Schrein. Okay. Dann mal schauen. Ab in den Schrein. Querdenker. Shidagozu-Schrein. Querdenker? Ich bin ein guter Querdenker, normalerweise. Würde ich schätzen. Eine Sache habe ich vergessen. Ich wollte eigentlich noch. Moment. Einen Amiibo einchecken. Das geht ja nicht. Oh. Na gut, dann muss ich das draus machen. Das wollte ich eigentlich zum Anfang des Parts machen. Habe ich irgendwie vergessen. Aber nicht so schlimm. Okay, wir brauchen zwei Kugeln. Wir müssen die scheinbar irgendwie hier runter befördern. Dann schauen wir mal. Okay, damit können wir das Ding hier lenken. Okay. Und damit setzen wir die Kugeln in Bewegung. Okay, die eine ist schon mal einfach. Die sind eigentlich beide einfach. Oh. Die werden nicht respawned. Ernsthaft? Hä? Ach so. Ach, da kommt auch einer. Mist, der fällt hier runter. Okay, okay. Gut, ich habe nicht gesehen, was die eine da war. Gut, dann muss ich die erstmal runter befördern, so. Nein, Link, nicht schleichen. Schon wieder so ein Scheiß. Oh Gott. Fuck. Wow. Das war ja großartig. Na gut. Versuchen wir es nochmal mit der hier. Auch viel zu spät. Aber so geht. Ah ja. Das war nicht unbedingt gewollt, aber hat gut geklappt. Okay, ich weiß jetzt nicht, was es mit Querdenken zu tun hat. Achso, ja, war ein Wortspiel. Naja. Kein wirklich gutes Wortspiel. Wir haben hier keine Truhe? Sag mal. Ich sehe gar keine Truhe. Doch, müsste. Wahrscheinlich da unten, oder? Aber wie komme ich wieder zurück? Da ist eine Plattform, da kann ich hinter. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich zurückkomme. Egal, Geronimo! Ah, und hier ist die Truhe. Ah, okay. Okay. Wow, Elektro-Großschwert. Ja, nice. Ein königlicher Schmied im antiken Hyrule erschuf dieses Schwert mit dem Blitzen des Hyrule-Gebirges. Schwinge es, wenn es gelb leuchtet, damit es Blitze verschießt. Ja, krass. Nice one. Also, stand es auch beim anderen? Oder kann er wirklich Blitze verschießen? Ne, ist genauso. Okay. Okay, okay. Was hatte ich vor? Bockkeule, so. Naja, okay, bewegt sich direkt. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Dachte ich mir aber fast schon. Oder kommt das auch wieder zurück? Nee, was mache ich hier? Was mache ich hier genau? Man weiß nicht genau. Ich wollte eigentlich was ausprobieren. Okay, das geht nicht. Kommst du auch wieder zurück? Come back here! So, die Frage ist, bleibt es jetzt in Bewegung oder muss ich ihn noch aktivieren? I don't know. Zur Not kann ich eine Bombe drauflegen oder so. Irgendwie muss es ja gehen. Irgendwie muss das ja gehen. Aber ich denke, jetzt, dass es aktiv ist, bewegt sich dauerhaft. Jo. In der Tat, so ist es. Aber jetzt haben wir alle, oder? Ja.
Wir haben alle Truhen. Wunderschön. Dann können wir diesen Schrein beenden. Wie auch relativ kurz. Aber ganz okay. Es ist kein ultraschweres Rätsel, aber ganz okay, würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall machen. So, nächstes Zeichen der Bewährung, Kumpel. Schon raus damit. Bam, badabadau. Dankeschön. 3 Stück wieder und volle Heilung. So, dann kann es jetzt auch direkt weitergehen. Ah, Moment. Bevor ich es vergesse, wieder. Amiibo. Also ich habe zwar alle meine Breath of the Wild Amiibo schon eingecheckt, aber alle anderen Amiibos sind ja auch kompatibel. Die werde ich jetzt nicht unbedingt verwenden, weil da bekommt man, glaube ich, nur so irgendwelche Items. Irgendwelche random Items. Aber man kann auch die anderen Zelda Amiibos benutzen, also zum Beispiel die von Smash oder die eigene Zelda-Reihe hier mit Ocarina of Time Link und Toon Zelda und sowas. Ich habe hier aber nur den normalen Link aus Smash und Chica aus Smash. Ich werde jetzt erstmal Link einchecken. Hier war es oben. Oh! Was? Das ist aber nicht, Moment. Es sieht aus, wie ein Pferd. Es ist einfach ein Pferd. Okay. Jetzt habe ich mir extra ein Pferd geholt und jetzt habe ich hier einfach so eins gespawnt. Ich dachte gerade, es wäre Epona. Aber es ist nicht Epona, oder? Das sieht so aus, aber es muss mir ja angezeigt werden, glaube ich. Okay, es hat direkt 4. Verdammt, jetzt habe ich gerade erst Opel. Leute, ich mache einen ganz kurzen Schnitt. Ich werde das kurz registrieren. Und dann wieder herkommen. Ich guck mal nach den Werten. Mal schauen. Alter, was? Einfach volle Werte. Und Zuneigung auf Max. What in the world? Das ist ja ein bisschen krass. Das ist vielleicht ein bisschen sehr krass. Okay. Oder soll ich das nehmen? Ich weiß es nicht. Ich werde es mal registrieren. Vielleicht für später. Ich registriere das erstmal, aber ich benutze immer noch Opel erstmal. Das ist das legendäre Pferd Epona. Was? Es ist doch Epona! Was? Einfach so? Hä? Es wäre nicht richtig, ihr einen anderen Namen zu geben. Darf ich Epona lassen? Ja, natürlich. Die Registrierung ist abgeschlossen. Möchtest du mit diesem Pferd gleich weiterreisen? Okay, wenn das Epona ist? Moment, kriegt man Epona nur durch Amiibo oder kriegt man das auch anders? Das ist ja interessant. Verdammt. Was soll ich jetzt tun? Soll ich es einfach behalten? Also soll ich weiter damit reiten oder lieber weiter mit Opel? Das ist total random, einfach durch ein Amiibo, hä? Ich dachte, das können wir irgendwo finden oder so. Mann, ich weiß es noch nicht. Ich behalte erstmal. Ich werde erstmal mit Opel weiterreisen, okay? Und später mit Epona dann. Ich denke schon. Okay, Pferd abgeben. Machen wir es so, okay? Machen wir es so. Vielleicht könnt ihr mir in der Zwischenzeit schreiben, ob man ein Epona wirklich nur durch Amiibo bekommt. Da habe ich natürlich keine Ahnung. Wenn ich nicht allzu weit im Voraus aufnehme. Versteht sich natürlich. Das kann ich jetzt nicht versprechen. Okay, gut. Wir haben ja hier noch den Teleportpunkt. Also schnell teleportieren. Und dann geht's auch schon weiter. So, Opel, da bin ich wieder.
keine Ahnung, so schnell ersetzt dich nicht. Ich habe ja nicht mal deine Zuneigung auf Max, wie man sieht. Verdammt. Ich muss kein weiteres Herz machen, aber egal. Egal, so, wir waren auf dem Weg zum Turm. Ups, verdammt. Ah, jetzt. Gut. Gut. Was ist da? Was Kurioses auf jeden Fall, wie immer. Die Pilze, ich habe auch schon so viele Pilze eigentlich. Einfach nur Ruinen. Und was? Komisch, höre ich da. Aha, Gegner. Und die Moblins. Oha. Oha. Ich verstecke mich einfach hinter dem Opel. Ist das okay? Moment, das ist ein Schwarzer, oder? Jo, das ist ein Schwarzer. Okay. Ich kann hier aber platt machen. Warte nur, wie genau ich das jetzt am besten angehe. Ich habe Pfeile. Okay, am besten ich nehme die Lanze. Für bessere Reichweite. Die machen bestimmt so viel Schaden, ne? Da muss ich aufpassen. Ups. Vielleicht ein bisschen mit Bomben bearbeiten. Zwei auf einmal sind natürlich ein bisschen uncool. Bam. Ein bisschen Angst habe ich ja noch. Ah, okay. Der Schaden ging aber. Voll daneben. Au. Ah. Du Drecksack. Nein, Nick. Okay. Wenn mich das nicht getroffen hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich war ich gerade noch in der Aufstehanimation, das nicht gewirkt hat. Autsch! Moment, das ist gar nicht der Schwarze, ne? Ja, autsch! Ah, das ist mir die hinterhergerollt. So ein Shit. Das war der Blaue, der mich angegriffen hat, ne? Der hat halt nicht so viel Schaden gemacht. Aber der macht bestimmt umso mehr. Wie sie versuchen abzuhauen, ne? Die Drecksäcke. Ja, aber zwei sind mir echt zu viel. Ich muss einen loswerden. Bei zwei habe ich Angst. Ihr müsst das verstehen. Nö. Das war nicht so klug. Wie kriegen wir das hin? Ja. Verdammt. Okay, der eine hat abgelassen. Das ist gut. Autsch. Ah, sehr schön. Nice. Schön ausgewichen. Bam, bam, bam. Okay, der ist eh tot. Nicht weiter mit der Waffe angreifen. Das ist, glaube ich, nicht so praktisch. Ups. So, Fotomodul. Ja, meine schöne neue Waffe. Na? Na? Komm schon. Ja. Ja, sehr schön. Sehr schöne Pose. So, mitnehmen. So. Eine Stachel-Moblanze. Eine Moblanze, die das Horn eines Tieres als Spitze verwendet. Primitiv gefertigt, doch nichtsdestotrotz gefährlich. Alles klar. Verdammt. Ich hoffe mal, die ist besser als die hier. Auch wenn die weniger Schaden macht. Oh, Opel, was ist los? Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Alles gut. Alles gut. Bleib schön hier. So, der Schwarze ist natürlich noch übrig. Und ganz viele normale. Oder sind noch welche speziellen? Nee, ne? Ne, das ist normal, da ist der Schwarze, okay. Okay. Ich bin hier. Fuck. Bam! Jetzt kommen alle auf mich. Ich wollte eigentlich nur den Schwarzen haben. Verdammt.
Ja, das war gut geworfen. Das war sehr gut. Alter, was? Der hat einfach seinen Bock, den Bockmüll geworfen. Was ist mit ihm? Hauen sie jetzt wieder ab? Was war das denn? Einfach mit dem Moblin geworfen. Ja, blinde Bockblin, meine ich. Der kranke Bastard. Aber! Ich habe nicht gesehen, was ich hier hingelegt habe. Ich dachte, ich wollte die eigentlich wegstecken. Shit. So ein Scheiß. Was ist jetzt los? Jetzt rasten sie richtig aus, oder was? Was ist los, Kollegen? Was ist los, hä? Hallo? Bleib nur hier! Ja, dich meine ich. Genau mit dir rede ich. Was ist los, Kollege, hä? Stein musst du gar nicht erst werfen. Oh! Verdammt, Opel ist direkt in der Nähe. Kollege, so nicht. Ja, wie kriege ich um die Eifer hin als die Bockblins? Ich weiß nicht warum. Und hier habe ich mit denen weniger Probleme. Ein Soldatenschwert, sehr schön. Okay, wartet. Ich lasse erstmal da liegen. Hey, Typis. Was geht denn so bei euch? Bam. Voll eine geklatscht. Hm. Ein Fächer haben wir hier noch. Nee, Moment, das sind auch schwarze, oder? Hä? Waren das nicht eben noch normale? Bin ich doof? Haben die es gerade abgegradet? Wo ist die Waffe jetzt hin? Verdammt! Ich habe mir die Position nicht richtig gemerkt. Okay, der ist noch hinter mir her. Das ist natürlich gut. Jo. Komm, springen. Verdammt. Das war die nächste Fee. Jetzt habe ich keine mehr. Das ist blöd. Jetzt ist mein Headshot verpasst. Ups. Hallo? Kumpel? Was ist los? Leg dich mal hin. Oder habe ich gerade einen normalen Platt gemacht? Statt den schwarzen. War ich einfach blöde? Ich weiß nicht genau. Alter. Bleib mal locker, Typ. Verdammt. Das war's mit der schönen Lanze, die ich mir so mühevoll ergattert habe. Aber alles hat ein Ende. Leider. Nee, Moment. Das wollte ich. So, direkt mal ein Foto gemacht. Knochen-Mobkeule. Auf beiden Seiten mit Knochen urzeitlicher Tiere versehen, sodass sie sich beinahe wie eine Axt führen lässt. Moblins mit einer solchen Waffe sind gefährlich. Ach so. Ha. Ach was. Das konnte ich mir denken. Direkt mal ausrüsten. 45 Stärke habe ich gar nicht gesehen. Holy shit. Okay. Die ist krass. Die ist krass. Aber wo ist jetzt das Soldatenschwert? Wo ich es liegen lassen? Das war irgendwo da. Meine ich? Verdammt, ich hab's mir nicht richtig gemerkt. Ich trotte. Oh, was ist das denn? Ein Schwertling. Okay, wahrscheinlich für Stärke, ne? Hallo? Die ist hoffentlich nicht despawned, weil ich zu weit weg war oder so. Hä? Was war hier irgendwo? Da war es nicht. Mann, ich will das Soldatenschwert haben. Das ist eigentlich ganz cool. Ah, da ist es doch. Da ist es doch. Okay. Was kann ich denn... Moment. Nein, hä? So. Ich drück doch nach rechts. Also manchmal geht das irgendwie falsch. Ups.
Ah ne, das kann ich ja so nicht wegwerfen. Na gut, dann doch übers Menü wegwerfen. So, sehr schön. Oh, da hatte ich noch einen Platz. Oh, ich habe noch einen Platz. Okay. Da habe ich mich wohl vertan. Kann mal passieren. So, was habe ich? Okay, Soldatenschwert. Sehr gut. Das ist tatsächlich auch noch ein schwarzer. Hm. Bam! Headshot! So, kurz deine Verwirrung ausnutzen. Ja, so nicht. Kumpel, Kumpel, was soll das werden? Nö. Haha! Voll ausgetrickst, Mann! Bam, 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 bam! Autsch, verdammt. Ich wollte gerade eine Wirbelattacke aufladen. Ich dachte, vielleicht schaffe ich es noch. Okay, ich sollte mich schnell heilen. Was nehme ich auch Schönes? Ja, komm, ist ein bisschen verschwendet, aber passt schon. Passt schon. Okay, wartet. Erstmal der Große, der ist doch fast down. Jetzt kommen noch mehr, natürlich. Natürlich kommen noch mehr. Warum ist der so schnell? Muss ich aber wieder mit Bomben arbeiten. Wie sie fliegen gehen. Okay, alles gut. Alles wunderschön. Nein, Link. Nicht hindocken. Das ist nicht so cool. Dass ich wieder hingeduckt. Ich habe aber keinen Schaden bekommen. Hat es gerade abgeblockt. Ohne es zu merken. Ich weiß es nicht. Moment, was hat er so fallen lassen? Keine Waffe? Doch, da. Ist das noch so eine Waffe? Ey, lass mein Pferd in Ruhe. Ey, da hat seine Waffe fallen lassen. Der Tor. Was zum. Epona! Nicht Epona. Opel. Total vertan. Achso, ich habe ja Waffen voll. Einfach weggetreten. Hä? Ist der andere tot? Hä? Hat Opel ihn platt gemacht? Ich hab keine Ahnung. Ich hab doch das Soldatenschwert noch. Ich dachte, es wäre kaputt. Scheinbar nicht. Hä, wo ist der Schwarze hin? Ist der echt gestorben? What in the world? Moment. Ich lasse das mal kurz da liegen. Wo ist der hin? Ja doch, das ist seine Waffe, ne? Dann ist er gestorben. Hat der Opel das gemacht? Ich hab's gar nicht gesehen, richtig. Danke, Opel. Das war nett. Wahrscheinlich einfach weggekickt, so richtig hart. Er war sowieso fast tot, oder? Ne, war der fast tot? War der Schwarze fast tot? Moment. Bin ich doof? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich bin ich doof. Na gut. Dann weg mit dem Schwert. Übelst zerbrochen. Und nehme ich noch so eine Bockkeule mit. Die sind ja ziemlich stark. Und ich bin ziemlich am Arsch. Aber hey. Dann echt mal kurz was. So, vielleicht so Kleinigkeiten einfach mal. Und das noch. Wunderschön. Wunderschön. So, ein paar sind noch da. Hey Kollege, willst du runterkommen? Zum Spiel. Oh. Das ging schnell. War es nicht ein blauer? Einfach ein Headshot. Tot. Yo, Ritterbogen. Alter, der sieht ja krass aus. Diesen Bogen verwendeten die Ritter von Hyrule. Er liegt hervorragend in der Hand und ist dank seines starken Metalls sehr robust. Geil. Mit 26 Stärke. Nice. Wunderschön. Oh, da ist noch ein starker. 240. Die habe ich sogar schon angehittet. Hä? Das ist der Schwarze. Oder ist das ein anderer? Ist er doch zurückgerannt? Er hat aber eine Waffe, ne? Hä? Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich hab doch keine Ahnung. Egal, den wir schön von hinten überraschen. Behalte ich die Waffe oder nehme ich eine andere? Ja, komm. Oder? Ich kann auch das Sora-Schwert nehmen. Jo. Sieht zwar sehr cool aus, aber hat nicht so viel Angriffskraft. Deswegen nehme ich das einfach mal. Erstmal die schwächeren Waffen aufbrauchen. Ich muss ja nicht übertreiben. Zack! Kannst direkt liegen bleiben, Mann.
So. Dankeschön. Oh. Ein Bockblinherz. So, weiteren Platz habe ich leider nicht. Hier kann ich noch ein bisschen was aufmachen. Mit ganz vielen Äpfeln und ein paar Pfeile. Sehr schön. Was haben wir hier? Für eine nette Belohnung. Ein Topaz. Sehr schön. Den nehme ich doch gerne. So, ansonsten ist hier aber nichts soweit. Also ein paar coole Waffen auf jeden Fall. Schade, dass es hier keine Monster-Truhe gibt. Aber egal. Ich denke, das hat sich gelohnt. Definitiv. Ich meine, guckt euch das an. 2x45er Waffen. Das kann sich doch sehen lassen. Definitiv. In der Tat, in der Tat. So, gut. Dann steigen wir mal schnell nochmal auf Opel. Und ich würde sagen, ich beende hier erstmal den Part. Beim nächsten Mal machen wir uns weiter auf den Weg zum Turm. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Daumen hoch. Außerdem würde ich mich sehr über Kommentare freuen, was euch gefallen hat und was nicht. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, euer Retoxan.